con DJ Perico. Zu einem neuen Let's Play, und zwar Ghost Recon Beta mit Ranger 0077. Servus. Ja, hallöchen, hallöchen, meine Freunde. Ja, wir müssen da jetzt Amaro befreien. Der Ranger war ja vorher nicht dabei, wie wir die Mission gespielt haben. Er musste sich das nach unten laden. Schauen wir mal, ob wir das auch so schaffen jetzt. Das ist jetzt nicht der optimale Wagen da, gell? Für das Gelände. Ja, es ist Fasching, ne? Alles unter Druck. Ja. So. Wann soll das Spiel rauskommen? Am 7. März soll das rauskommen. Gut. Fahren wir da ich bin aber auch schon ein bisschen, eingerotzt, was das Spiel angeht. Ja, du hast jetzt das Monat ziemlich lang kackelt, ne? Naja, privat viel um die Ohren, ne? Ja. Ah, jetzt sind wir da untergefallen. Ah, schauen wir mal, ob wir da wieder raufkommen. Soll ich gleich da aussteigen und anschieben? Ja, steig mal aus und schieb an. Aber ich sehe da gerade unten ist eher weg. Also die Karre hält was aus, das muss man schon sagen. So 1,1 Kilometer noch bis zu den Deppen. Okay. Aber das hat ein bisschen was von Far Cry 4, wenn du das vielleicht kennst. Nein, habe ich nicht gespielt, nein. Ist es auch so auf die Art aufgebaut, ja. Aber gefällt mir bis jetzt. Ich bin am überlegen. Ich hab nicht einmal ein Let's Play noch gesehen von dem Spiel, also. Ich habe vorhin auch nicht, ich habe mir nur das runtergeladen, weil es gratis war. Man dachte, schaust das einmal an. Hab da diese eine Mission gespielt, wo du noch nicht dabei warst. Aus der resultiert ja, dass wir den Typen da jetzt befreien müssen, weil wir deinen quasi befragt haben, unsanft. Wenn ich das mal so sagen darf. Oh, wir sind da jetzt auf der Straße. Der ist gleich viel besser. Hey, Hubschrauber, guck mal. Denk dran, viele dieser Sicarios sind Ex-Soldaten. Oh, 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 oh. Weg! Ich glaube, wir müssen da langsam rangehen. Wir können eine Drohne drüber fahren, fliegen lassen. Ja, das machen wir eh. So, warte mal, steigen wir da aus. Und gehen wir übers Feld rein. Mit Kreis kannst dich ducken. Mit Kreis, okay. So. Ich starte mal eine Drohne und markiere da ein paar. Okay, ich will das auch mal. Kannst markieren. Drohne steigt auf. Haben halt nur geringere Reichweite irgendwie. Ich glaube, die sind alarmiert. Ja, die sind alle in Alarmbereitschaft. Hast du einen Schalldämpfer um? Ich habe einen Schalldämpfer oben, ja. Ich gehe da mal rüber. Granate fliegt. Oh. Ich bin da schon bei die Schweine. Bist du hinter mir? Ich bin hinter dir, ja. Ich gehe aber rechts, okay? Okay. Okay. Bereit, wenn du es bist. Ich hab da. Warte, ich hab da gleich einen vor mir, warte. Ich auch. Ich schleiche dich hinten vom Mann. Hab den. Hier ist deine Waffenkiste. Ah, den holt dich auf gerade. Verdammt. Hab ihn. Granate fliegt. Hola, hombre. Oh, scheiße. Das war jetzt aber nicht so. Aber eine Granate geworfen. Passt gut zu meinen Stiefeln.
Hab den. Da ist der Ausrüstungskiste, gell? Ah, ich bin gefallen. Wie kann man bei Deckung gehen? Kreis. Scheiße. Wo bist denn du da? Er liegt in der Scheune, ja. Ah. Jetzt bin ich gleich down. Da ist einer. Tango getroffen. Ich glaube, jetzt haben wir eh noch mal einen. Ich bin ihn umgangen. Ah, scheiße, ich werde beschossen. Wo? Von der Straße oder so. Achso, wenn ich... So, ich öffne mal da die Zelle. Denn? Oh! Da hinten ist er, ich hab ihn gesehen. Da schießt er mich, ich hab den. Nicht, dass er uns stirbt. Wo ist er? Ich sehe ihn gerade nicht, wo ist er? Ah, da drin. Ich sehe die Drecksatz nicht, wo ist die? Der. Da, ich sehe ihn. Hab ihn. Okay. Alles sauber, das waren alle. Munition kannst du aufnehmen, schau. Sind Sie Amaru? Okay. Das, was von ihm übrig ist. Kommen Sie, wir bringen Sie hier raus. So da. Hubschrauber, bitte einsteigen. Ich fliege. Gut, fortsetzen. Was ist mit ihm? Holst du ihn mal? Ah, nein. Steig ein. Kannst du nicht einsteigen? Ah. Oh ja. Ah, er kommt schon, oder? Ja, was, den muss ich warten, hat dann eine Anzeige stoppen, ein paar Verschier. Gut. Wohin müssen wir? Wo bringt ihr mich hin? Zu ihren Freunden. Entonces Bacatari hat also einen Handel mit den Malditos Extranjeros geschlossen, dieser Narr. Klären Sie das unter sich. Army Ranger, ein Recon Marine, ein SEAL und ein Delta Force sitzen zusammen am Lagerfeuer. Jetzt kommt's. Der Ranger fängt natürlich an zu prahlen, was für ein harter Hund er ist. Ihr wollt hart sein? Ach, noch 2,4 Kilometer. Hm? 80 Kilometer marschiert. Noch 2,3 Kilometer. Ja. Da war eine relativ große Map, also auch so Open World. Ja, das ist ein Open World Game, ja. Mein Vater Far Cry war es auch so, da war so Open World und dann konntest du auch mit allen fliegen, fahren. Egal. Also auf Tieren konnte man reiten. Schau, da vorne ist auch ein Flieger. Ja. 140 marschiert und hab ein ganzes Terroristenlager mit bloßen Händen getötet. Der Seer grinst bis über beide Ohren. So, da. Dorf zu setzen. Der Delta Force sagt kein Wort. Er schüttelt nur den Kopf und schürt die Kohlen des Feuers. Mit seinem Schwanz. So, da. Ich werde da das Ding landen, den werden wir abgeben und dann werden wir Schluss machen für heute, glaube ich. Ja. Wenn ich da hinkomme, heil. Ist das so schwer zum Fliegen? Na, ungewohnt. Ich hab's normal anders. Das war's. So, dann.
Mal aussteigen da. Haltet die Knarren unten, wir wollen sie nicht erschrecken. Ja. Na, kommst du? Yo, hier ist eine Waffenkiste. Schauen wir mal, was wir da noch für Ausrüstung haben. Kann ich noch nichts nehmen, quasi. Was ist jetzt mit dem da? Ah, kann man da eine Waffe nehmen. Ah, da Scharfschützengewehr habe ich jetzt. Okay. Da sind wieder so viele Waffen. Oh mein Gott. Wohin muss denn der quasi? Der Amaru. Hey du, Mister, wo du hin wollen? Wie sprichst du mit denen? Das ist der Kanal. Muss da rein oder was? Nein. Jetzt, wo ist denn der Bagage? Na, da zeigt er mal an 12, 10, 9 Meter. Ich glaube, der muss ins Haus rein, ne? Ja. Ja, voll. Ins Haus. Sichern. Alles okay? Santa Blanca ist nicht gerade gastfreundlich. Die Aukas, diese Teufel haben mich verhört. Sagen wir mal. Die schon drinnen? Er rennt gerade ein Video. Aber ihre Methoden waren nicht. Waren nicht. Heißen die beiden Juri und Polito? Sie. Juri Polito. Die Schweine haben Ricky Sandoval gefoltert, als Swenny ihn verhört hat. Ich will sie, klar? Da war nur Kriegst Sicarius, du. Als wir ihn befreit haben. Ich habe Juri und Polito schon 3 Tage nicht gesehen. Vielleicht auch 4. Ich weiß nicht, wo sie stecken. Wir brauchen mehr Infos. Wir durchsuchen alle Dörfer in Kampa, bis wir was finden. Irgendwer wird schon was wissen. Sucht Dokumente, hackt Computer, verhört feindliche Leutnants, sprecht mit Zivilisten. Also los jetzt. Wir drehen jeden Stein um. Ja, passt. Ich würde sagen, wir verabschieden sich mal da. Hat Spaß gemacht, Einsatz abgeschlossen. Aufgepasst. Bowmans Datei zu Julian. Ja, und bis zum nächsten Mal, ne? Passt, ne? Haut rein, also das war ja. Aber ich finde, das ist wieder so ein Spiel, wo man wieder lange sitzen kann. Ja? Also da gibt es extrem viele Waffen zum Freischalten, Ausrüstung und ja. Um die Sicherheit kümmert ein kleines Rollenspiel irgendwie auch, ne? Ja. Auf die Art so aufgebaut wie The Division. Nett, ne? Ja. Na passt dann. Servus, gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.